Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Hey, es ist Ende September, aber wir sollten uns jetzt schon mal Gedanken um Weihnachten machen. Seit der erste Lebkuchen vor 3 Wochen im Laden auslag, denke ich an nichts anderes als an das Dessert für Heiligabend, den ersten Weihnachtsfeiertag und den zweiten Weihnachtsfeiertag. Heute wird es festlich. Es gibt einen Lebkuchen-Tiramisu. Aber wie ihr ja alle wisst, so Desserts und so weiter, das ist nicht so ganz meine Kragenweite, nicht so wirklich meine Kompetenz. Deswegen habe ich ein sehr, sehr einfaches Rezept für euch aus unserem Wunderkessel-Forum herausgesucht. Wenn ihr das nicht kennt, das Forum, solltet ihr da auf jeden Fall mal reinschauen, denn da gibt es, weiß ich, 10, 15, 20.000 Rezepte, nicht nur über Desserts, sondern wirklich um alles, was mit dem Thermomix zu tun hat. Wir beginnen mit 200 Gramm Lebkuchen. Das sind die nicht gefüllten Herzchen und Sternchen. Wunderschön, gibt es auch die großen, ja, kann man auch nehmen, Hauptsache nicht gefüllt. Das Ganze schreddern wir jetzt 5 Sekunden im Turbo. Ich schalte jetzt hier einfach auf 10, weil das immer so umständlich ist mit dem Turbo. So, damit haben wir jetzt 200 Gramm geschredderten Lebkuchen. Das sieht dann so aus. Ja. Das Ganze machen wir in einer Auflaufform, denn es wird ja ein Tiramisu. Man könnte das vielleicht auch in Gläschen dann verteilen, aber ich mag das jetzt nicht. Ich möchte das jetzt in eine Auflaufform machen. So. Als nächstes habe ich hier ein Glas Kirschen abgetropft und die verteile ich jetzt auch mal hier über den Lebkuchen Sand. Schön gleichmäßig. Na, das gab fast einen Fleck. Die sollte man abtropfen. Ne? Das sind diese süßen, die gezuckerten, entsteint. Ist auch immer gut. Ne? Gerade wenn man die Oma auch an Weihnachten zu Besuch hat, dass die sich die Prothese nicht kaputt macht. Also immer schön darauf achten, dass die Kirschen entsteint sind. So, und weiter geht's. Muss man Hände waschen. Als nächstes nehmen wir Schmand und zwar 200 Gramm. Das machen wir gerade hier so in den Thermomix. Zack, läuft. Mascarpone habe ich euch auch mitgebracht. Das ist ein Becher, das sind 250 Gramm. Kommt auch einfach hier rein. Dann brauchen wir einen Teelöffel Zitronensaft, 4 Teelöffel Zucker, und jetzt die wichtigste Zutat, Rum oder Amaretto. Und davon 20 Gramm. Ich würde es ja nach Augenmaß machen, aber nee, ist wieder zu viel und ich muss ja noch fahren heute Abend. Wenn ihr keinen Alkohol trinkt oder Kinder mit am Tisch habt, könnt ihr natürlich auch Aroma nehmen. Ne? Gibt es ja auch so Rumaroma, Amaretto-Aroma und was weiß ich. Das Ganze wird jetzt vermischt. 15 Sekunden auf Stufe 4. So, und ob ihr es glaubt oder nicht, das verteilen wir jetzt über die Kirschen. Unglaublich aber wahr. Amaretto. Das verteilen wir jetzt einfach hier schön drüber, gleichmäßig. Und das war's. Wie lange hat das jetzt gedauert? 5 Minuten? Wahnsinn. Fertig. Ihr müsst das jetzt noch 4-5 Stunden in den Kühlschrank stellen. Abgedeckt natürlich am besten. Ja. Und dann, dass das schön durchzieht. Und dann könnt ihr es essen. Ja, vielleicht noch ein paar Kakaostreuselchen drüber, damit es auch nach Tiramisu aussieht. Weihnachten kann kommen. Ich bin gerettet. Was ist euer Lieblingsweihnachtsdessert? Würde ich gerne von euch wissen. Macht ihr Lebkucheneis oder Spekulatius-Tiramisu? Wäre ja auch mal eine Idee. Könnte man eigentlich machen. Spekulatius-Tiramisu. Das ist, glaube ich, eine schöne Variante. Machst du genau den gleichen Kram wie hier, nur holst halt eben Spekulatius und schredderst die. Kann man variieren, ja? Oder halb-halb,
Ja, in Schichten. Jede Menge Zeug kann man da machen. Ich freue mich, wenn euch das Video gefallen hat. Zeigt mir das am besten, indem ihr einen Daumen nach oben da lasst und natürlich den Kanal abonniert, denn nur hier gibt es die besten Rezepte aus der großen Koch-Community mit Herz, dem Wunderkessel. Ich stelle das jetzt in den Kühlschrank. Morgen ist zwar kein Weihnachten, aber das Zeug muss ja weg, wird es gegessen. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute und guten Appetit.